fahren heute den See. Von Gilde 1. Wir tauchen heute in die Top 50 ein. Ja. Heute geht's in die Top 50. Daran wird sich auch jetzt vielleicht nichts sogar mehr... Top 40 oder Top 30. Ja, Top 40 auf jeden Fall. Aber Top 30? Top 30, nein. Top 30 glaube ich nicht, aber Top 40 kann dürfte... Kann man auch die Rankings sehen? Ja. Kann man inzwischen auch sehen. Warte mal ganz kurz, ich muss muten. So. So, okay, wir sind wieder da. Hier oder auf dem Kanal, wenn sofort. Nein. So. Also. Ja, sofort und gleich YouTube gegen Lord of the Thighs. Platz Lord 57. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Siehst du, guck, hier ist dieser Grafikfehler. Ich kann nichts lesen. Ich kann nur in etwa schätzen. Hey, die Namen sind doch übelst gut zu lesen. Und welchen Platz? Wie viele Plätze? Musst du zählen? Ja, habe ich sogar schon getan. 5, 6, 7, 8 Mal, 9 Mal, 10 Mal, um in etwa zu wissen. Wir zählen mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vielen Dank, Congrate. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nochmal vielen Dank. 41, 42, 43, 44 von denen haben bis jetzt gekämpft. So, bei uns, ich zähle es jetzt bei uns nicht nochmal auch durch, aber es sind mehr. 49, weil der Gildeleiter fehlt. Wahrscheinlich, ja. So, aber der wird ja jetzt seine Kämpfe machen. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Aber Leute, zum Anfang muss ich erstmal was sagen. Herr Gleich ist echt nicht gut, deswegen lasst mal einen Mitleidsdaumen nach oben da. Einen Mitleidsdaumen dafür, dass er sich da mit einem Herrn sofort rumärgern muss. Gebt mir bitte einen Mitleidsdaumen, dass ich das zu ertragen habe. Ihr habt das nur in den Videos ab und zu. Ihr müsst sie euch nicht anschauen. Ihr könnt sie euch anschauen. Ich habe das jeden Tag. Wie war's? So. Ich habe übrigens die 650 geknackt. Was? Nein, ehrlich jetzt? Doch bald? Ehrlich? Ja. So, krass, ich habe das zwischendrin wieder runtergegangen. Ist es auch, aber trotzdem haben wir es bald geschafft. Warte mal, Kostüm, Kleiderschrank. Leute, wenn ihr schon dabei seid, wenn der Herr Gleich schon so langsam ist wie immer, dann könnt ihr auch ganz kurz das Video pausieren, könnt unten unter das Video klicken und da auf abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Da brauchen sie doch nicht extra zu pausieren. Dafür. Oder sie können einfach auf dann klickt doch einfach drauf, ohne zu pausieren. Ja, aber wenn sie in einem Vollbild-Modus sind, können sie nicht einfach drauf klicken. Meinst du, die gucken sich das Drama hier in Vollbild an? Natürlich. Echt? Natürlich. Ja gut, bei dir ist man sich immer nicht so ganz sicher. Okay. Bei dir ist es immer so, naja, also man kann dieses schlechte Spiel gar nicht ertragen, ja. So, Eric the Crew. Ich glaube, er gleich hasst mich zur Zeit. Was heißt hassen? Ich akzeptiere es halt, ich nehme es hin, dass ich es eh nicht ändern kann. Ja? Ich nehme es hin, dass ich es nicht ändern kann. Das ist, ja, das ist... Also, dann... Herr Gleich. Ja, Herr Sofort. Herr Gleich. Herr Sofort. Was ich denn? Ich habe mir heute ein Video von uns angeguckt. Oh. Vor 2 Jahren. Oh. Das war Horror. War das Horror? Ja. Ehrlich? Ja. Wieso? Das war unser erstes Video. Oh. Das erste Video. Das war doch noch in Minecraft, glaube ich, oder? Nein, das war, gleich was Zombie. Oh. Ja, okay. Das war einfach schlimm. Anstatt dass man sich vorstellt, im ersten Video, sagt man, hallo, dann kommt zu einer weiteren Folge, vor allem der weiteren Folge. Ja, wer weiß, wie viele wir davor gemacht haben, die wir gar nicht hochgeladen haben, weil die zu schlecht waren. Stimmt auch wieder. Wir hatten ja damals, Leute, wir hatten ungelogen wie 10 oder 12 Aufnahmeversuche damals gehabt, um dieses erste Video zu machen. Und dann sagen wir einfach weitere Folge. Übrigens, Master Mick hat uns ein Intro gemacht. Das wollte ich dir noch sagen. Es fällt mir gerade ein, weil währenddem ich hier kämpfe. Das müsstest du dir bitte nochmal angucken. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das. Hast du eine Lösung dafür, wie wir das vorne dran kriegen? Natürlich. Ja? Ja. Dann guck dir das mal an und dann können wir uns überlegen, ob wir das vorne dran ballern. Dran ballern.
So, Wenn also aber du manche. weißt ja, was ich dann brauche vom Programm, ne? Also wenn schon, Ja, dann schon. ich hab jetzt gedacht, du kannst das so schon einfach machen. Es geht nicht mehr einfach, Ja, ne? nee, nicht mein YouTube Creator. Nee, den haben sie abgeschaltet, gell? Den YouTube Creator Studio. Warum auch immer Na sie gut, es den Creator abgeschaltet Studio haben. haben sie nicht abgeschaltet, aber den, Haben sie nicht abgeschaltet? Gibt's natürlich noch? nicht. Der Creator Studio ist das Herz des Kanals. Ja, aber dass du Sachen Ja, zusammenschneiden kannst, das haben sie rausgenommen. das ist doch das Creator Studio, oder Nein! nicht? Nein? Okay, Leute, also Herr gut. Gleich hat einen YouTube-Kanal und weiß nicht, was ein Creator Studio ist. Leute, YouTuber mit 5 Abonnenten wissen das. Herr Gleich nicht. Für mich ist das Creator Studio, dass du zusammenschneiden kannst und Musik drunter legen und so weiter. Nein! Nein? Okay. Da siehst du deine ganzen Statistiken und so. Ey! Das wäre für mich jetzt das Backend. Videomanager gibt's da im Creator Studio, Statistiken, deine Kommentare. Mann, 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 Mann. Okay, also gut. Also So. wenn, dann weißt du schon, welche Programme ich jetzt meine, Ja, ne? so. Ich will es Also. jetzt nicht sagen. Oder können wir es sagen? Kannst du auch Adobe sagen. Premiere Pro. Zum Beispiel, ja. Ja, wobei Premiere Pro brauchst du Ja, dafür nicht. Premiere Pro. Aber das brauchst du Ja, dafür ich nicht. weiß, brauche ich nicht, aber trotzdem. Dann habe ich mal ein Ja. gescheites Schneideprogramm. Oder? Herr Gleich? So, ja. Ja. Herr Gleich. Ja, Das sofort. war damals, wisst ihr, deswegen habe ich das jetzt gerade her. Weißt du, damals im Bed Wars Video. Das war so geil. Ich stand auf einer Line und da war ein Gegner immer wieder und hat gesagt, der kann nichts machen. Der kann nichts machen. Alter. Und ich weiß ganz genau, heutzutage würde ich da komplett anders rangehen und würde mich hochsenken. Ich mach Naja. den Gegner springt und killt mich. Life in Der kann Fusion. nichts machen. Und dann kommst auch noch du, ja, und kommst und stirbst auch. Ja gut, ich sterbe Das war generell. nicht, Das war nicht nur in unserem das war ersten noch. Video, das ist in allen Videos so. Es war so krass, Bert. Ich habe damals, als ich das. Ey, ich kann mir das heutzutage gar nicht vorstellen. Also, ihr müsst wissen, ohne Aufnahme habe ich heutzutage 1000 FPS. Damals, in der Aufnahme hatte ich 20. Oh mein Gott. Sandy Das könnte ich J. mir wirklich gar nicht mehr vorstellen, ne, mit 20 FPS zu spielen. Oh Gott, würde ich es machen. Sandy J. Oh, ich stelle mir auch vor, Fortnite mit 20 FPS. Oh Gott, das wäre schlimm, oder? Ja. Ja. So, Mr. Ey, welchen Deliver. Throwdown spielt ihr mit 20 FPS? Ja, so ruckelig wäre es nicht gut. Definitiv nicht. Ich habe vorhin sofort deine Gegner. Bup, bup, bup. Das war so geil. Oder du hättest 2 FPS oder 3 FPS. Dann kommt der. Naja, auf dem anderen Laptop war es ja fast so gewesen. Also, da waren ja Standbilder an der Tagesordnung. Ja, nur das bei meinem PC dazu. Ja, bei deinem PC nicht. Und auf der PlayZ zum Glück auch nicht. Übrigens, das mega geile halt da, was die umgesetzt haben bei Epic, ist, dass man halt über die verschiedenen Plattformen spielen kann. Ne? Man kann jetzt Das mit, also Leute, nochmal, weil, das kann sich erstmal keiner vorstellen, weil die Leute, die Fortnite nicht kennen. Fortnite gibt es für iOS, für PlayStation, also für PS, also das hört sich an jetzt wie eine Produktplatzierung, ist es nicht. So, dann gibt es für PC und halt für PlayStation. Und da können wir jetzt inzwischen komplett zusammenspielen. Man hat das Problem ist eigentlich in der Regel, dass du Als PC. über die verschiedenen Plattformen Halt fast Nachteile hat. kein einziges Spiel spielen kannst. Sony stellt sich da relativ quer eigentlich, warum auch immer. Und bei Xbox geht es, glaube ich, mit PC zusammen. Also da kannst du Xbox und PC zusammenspielen. Sony stellt sich quer, Nintendo wäre dafür irgendwie bereit, das zu tun. Fortnite. Nee, nein, generell jetzt erstmal Cross-Plattform, Ach ja. so. So, aber ja, es gibt halt keine einheitliche Linie und es gibt nur ganz wenige Hersteller, die sagen, komm, wir machen das. Ob das jetzt, das ist jetzt bei Fortnite, das ist bei, wie heißt nochmal das mit dem Autoball? Autoball, Rocket League. Rocket League Es macht's, geht ja. aber auch bei PUBG. Bei Minecraft geht's, glaube ich, Nein. inzwischen nach den Nein. neuesten Updates. Nein. Da gab es aber einen Artikel drüber, dass das Minecraft jetzt. Fortnite, Quatsch, Minecraft über Handy und PC Ja. spielen, glaube Ja, das ist Cross-Plattform, ja. Also, dass du eigentlich über alle Plattformen inzwischen jetzt auch spielen können Ja, solltest, aber nur soweit ich Leute, ihr das müsst weiß. euch immer im Hintergrund behalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fortnite spiele und mein Teampartner oder mein Gegner spielt Fortnite am Handy, hat er keine Chance gegen mich.
weil er einfach das Problem ist, ihr habt einfach viel weniger Chancen und habt halt mehr Nachteile, sag ich jetzt mal, wenn ihr auf einem anderen Device spielt. Ja, aber dafür haben die sich wiederum was einfallen lassen. Nicht nur das, also soweit ich das gesehen habe, zum Beispiel haben die, glaube ich, kannst du die Gegner auch besser lokalisieren auf dem Handy, wenn du im Handy spielst. Also selbst auch wenn du in einem Gebäude bist, kannst du, glaube ich, sogar auf dem Radar irgendwo, hast du eine Anzeige, wo in etwa von aus welcher Richtung die Gegner kommen oder so. Irgendwas habe ich da gelesen. Ja, aber es ist nicht so. Ich habe es auf dem Handy. Okay. Das Ding, du machst halt auf dem Handy extrem schnell Kills. Oh Gott. Leute, wenn man eine 16 Kills-Runde noch nicht gesehen hat, kann sich die mal gerne geben. So. Ja, dann gleich. Ja gut, man sieht's ja nicht, oder? Sieht man die? Doch. Doch, hast du sie? Ja, okay. Ja, die Wiederholung. Aber es geht ja jetzt nicht um Fortnite, sondern es geht hier um Animation Throwdown. Ja, während du deine Kämpfe machst, du bist halt echt so schlecht, deswegen... Hank Scorpio. Hank Scorpio ist der Gegner jetzt hier. Leute, ihr kennt doch bestimmt bei einem Mikrofon, wenn ihr da... Wie heißt denn das da drauf? Dieser Schoner oben drauf oder was, was ist? Was heißt Schoner? Das ist so ein Watte-Ding. Siehst du neben dem Ding? Ja, das ist... Ich hab auch keine Ahnung. Das ist irgend so ein Polster, um halt den Ahnung. Ton... Wir haben sowieso keine Ahnung. Ja, genau. Wir sind Mr. und Mr. Planlos. Ja, auf jeden Fall. So. Leute... Mein Mikrofon ist zu leise, deswegen ziehe ich das inzwischen schon ab vom Mikrofon. Mhm. Siehst du? Ja, aber es ist ja eigentlich dafür da, um den Ton ein bisschen klarer zu machen. Nein. Doch. Um den Ton leiser zu machen. Nein, nicht um den Ton leiser zu machen, um den Ton... Nein! Nein, der Gleich ist so schlecht! Vor lauter Gelaber jetzt verliere ich wieder. Ach, jedes Mal, wenn ich... Der ist so schlecht! Scheiß Hank Hill, ey. Also, Herr Gleich? Wie viele Matches hast du jetzt verloren? Eins. Ach so, eins. Ich habe da drei oder so. Quatsch! Was heißt Quatsch? Kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Jetzt muss ich mal hier wieder ein bisschen aufpassen. Also, wir reden noch ein bisschen weiter. Tigger 4x2x0. Tigger. Meine Güte, also jetzt mal wieder Konzentration. Du alles fast Quatsch, das ist so krass, Mann. Wenn, mach doch einfach Drum Peter. Ja, oh. Doch, bitte. Suicide for Bander. Long stick with sharp rock. Sculptor-Peter, Sculp, oder wie man im echten Leben sagt, oder im echten Leben, wahrscheinlich sagen wir im echten Leben, wenn anders sagt, wie man auf Deutsch sagen würde, den Skulpturen-Peter. Den Skulpturen-Peter. Peter. Nicht Peter, Peter. Genau, den ja, Herr Gleich muss jetzt wieder alles auf nein, Deutsch sagen. Nein. Das ist ja, das haben wir schon immer gehabt. Ich weiß, es war witzig, so. Leute. Es hat auch inzwischen schon 120 Aufrufe oder so. So, zwei Stück haben wir noch. Nice. So, zwei Matches haben wir noch gegen Sandy J schon wieder von Lord of the Thighs. Wir haben irgendwie bei jedem Video keine Ahnung, über was wir reden und fangen über irgendein Thema an zu reden. Ja, das ist schon normal. Nee, ohne Spaß, manche YouTuber machen sich vor den Videos Zettel. Ach so. Zettel, du musst draufschreiben, was welche Themen sie anzusehen wollen. Okay. Ja, und manche machen da gar nichts. Die gibt auch YouTuber, die machen einfach nur Gameplays ohne zu reden. Ja. Haben keine Ahnung, wie viele Abonnenten, aber verhältnismäßig dafür wenige Aufrufe. Nein, dafür relativ wenige Aufrufe, interessanterweise. Ja. Also das ist, na gut, was heißt wenige Aufrufe? Ja, pro Video schon. Der YouTuber, den ich jetzt gerade meine, der hat gerade 8,3 Millionen Abos. Nein, der ist so ein, meine ich nicht. Also so groß meine ich nicht. Aber schon ein paar hunderttausend Abonnenten und dann, keine Ahnung, Aufrufe 50 auf einem Video. 50? Ja. Das ist gebottet. Das ist so viel, so wenig Aufrufe kannst du nicht haben mit so vielen Abonnenten. Das ist zu 100% gebottet. Meinst du? Ja. Glaubst du wirklich? Ja, wir haben mit 600 Abonnenten auf unseren Animation Throwdown Videos mehr Klicks. Ja, wir, ja.
Ja, ich denke, ja, aber ich denke einfach, dass es damit zusammenhängt, dass derjenige dann halt wirklich Gameplays macht. Nein, das hat nichts damit zu tun. Du abonnierst niemanden, wenn du sein Gameplay scheiße findest oder sein, dass er nicht kommentiert. Das macht keinen Sinn. Das ist zu 100% gebottet. Ich meine, YouTube-Abonnenten-Bots kosten nicht viel, ja? Deswegen. Keine Ahnung. So, also, jetzt Benderbräu. Und jetzt haben wir auch deswegen, dann Eric. Also, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden siehst, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, es gibt ja sogar Leute, die haben dann, keine Ahnung, Millionen Abonnenten, eine Million, ja, und haben dann irgendwie 100 Aufrufe. Mhm. Jetzt 100 Aufrufe. Und das geht zu 100% nicht. Ja. Mhm. So, das Ding ist jetzt hier durch und soweit ich das abschätzen kann, also wie gesagt, bei geschätzten oder abgezählten 44, die ich da eben gerade gesehen habe, ja, wir können mal bei uns versuchen, in die Gude. Kings, Nero, Nighthawk, du kannst ja erzählen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Kings, Nero, Nightorg, A, Gecko, Mäschen, Junkhead, Olli, Abdam, Frankensee, Dietronic, Chris und der Pate. Das sind allein 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mal die 100. 12 mal die 100. HCler, Strommi, Topdas, E. Robert sind nochmal 4 mal. Da sind wir bei 16. Dennis, Teklis, Big Big. Tito Jack, ja, Krankus, ja, ja. Sonja, Robert. Eat fresh food. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Ich lese jetzt wieder die Namen vor. 8, 16, 24. So, du kannst dann mitzählen. Eat fresh food. Jojo, Tulais, Dani, Manuel, Misa, Fabburger, Ramima. Weiter runter, bitte. Ja. Wo waren wir jetzt? Da Thomas Cookie, Bounty, Mimo, Ansgar, Michael, Scooter King, Apokalyptika, Henny. Ich hab jetzt schon vergessen, wie viele es sind. Ja. Keine Ahnung. Gott. Okay. Was Henny, Ulrike, hey, gleich natürlich ganz schlecht dabei. Max. Hey, das sind 91. Grummeli. Grummeli, ja, genau. Ja. Manuel, Ricky Spanish und Lord Universe. Ja. Ich bin besser als er gleich. Bitte? Ja. Du bist da unten ganz am Ende. Nein, meine kommt immer ganz hoch, immer ganz hoch, immer ganz hoch. Brownie ist momentan nicht in der ersten. So. Mein Account ist. Warte. Nee, hoch, hoch, hoch. Mein Account ist der A. Ja, sag das mal A, ja. A wird sich freuen, dass du seinen Account hast. So. 6.800, so und ich so. Ich brauche einen Account, der besser ist als der gleich. Davon gibt es halt viele bei uns. Ich sag jetzt mal, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dieses Video. Lasst das jetzt einfach mal unkommentiert. Und lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet. Achso, man kann jetzt. Also, dann war's auch beim Siege Video. Kann man inzwischen. In die Top 100. Wir machen jetzt noch ein super Epic Pack auf. Auch hier. Eins. Machen wir soll ich auch nochmal hier eins aufmachen? Ja, auch hier eins. Kann auch man hier auch Top 100 sieht man dann dran. Ja, die sieht man inzwischen auch. Ja, lass mal gucken. Ja, kann man gleich machen. Jetzt machen wir erstmal nochmal hier einen Shop auf. Ein super Epic Bug. Komm, wenn jetzt eine Mythic rauskommt, das wäre Dream Come True. Mord? Teddy? Oh! Und ein Truthahn-Tanz. Toll. So, jetzt. Die liegen gerade irgendwie nur scheiße. Naja, gut, wenn ich ein super Epic Pack aufmache, kann ich nicht erwarten, dass da was Tolles bei rauskommt. Dann musst du jetzt mal gucken. So, dann gehen wir mal hier in den Rang rein. Und klar, King of American Burger Sky, Megalol Mart, Walkers Redux, Suit Deliverance, SS Sphinx, Super Achievement Hunter, Smashed Brothers. Was ist denn das 12. Valhalla Awaits, The Hair Bear Bunch, Killer Care Bears, Kill All Humans, Walkers of Gilmer, Black Lotus, Shiny Metal, Abracadabra, Dragons of War, Madfrog Warriors, Killer Titans, Osteria, Society of Sins, Megalol Express, Marihuana, Madfrog Elite, Hyrule Knights, Bendis Raptor. So, Guild of Thrones. Omikron, Predators, Marge auch nicht, Finlandia, Green Olivia, Friend. So, Team Globalized,
Strangest Things da, deutsches Team und those Germans, 51 und 52. Ich glaube, die kämpfen jetzt sogar gegeneinander, so wie das aussieht. Wir auf 57, also... Ich glaube, 30 oder 40. Wir sind vor White Lotus. Wir sind vor White Lotus, ja. Und vor den German Bulls. Das ist Scruffy's Closet. Jetzt Rumble Inc. Gut, Rumble, Rumble Inc. haben wir auch so schon, sie die Bierbacke nicht so aus dem Gesicht. Warte mal, lass uns mal das Ding noch durchgehen. Token das Learn Loco. Clan Bam. Platz 79, okay. Only Active Rumblers 81. Also viele Gilden, die wir inzwischen, gegen die wir schon gekämpft haben, die wir auch kennen. Ich damals mal gegen King of American Burgers gespielt. Pot of Wales. Pot of Wales hatte... Ja, gleich. Hm? Habe ich damals mal gegen King of American Burgers gespielt? Nein. Gegen oder den gegen, haben wir, gegen die haben wir noch nie gespielt. Oder gegen irgendeine krasse Gilde haben wir noch damals gespielt. Walkers of Gamer oder was war das? The Walkers Redux. Oh ja. So, das war ziemlich ernüchternd. So, wo soll ich hin? Was soll ich machen? Ja, das wollte ich nur sagen. Achso, das wolltest du nur wissen, okay. Das war ziemlich ernüchternd, aber gut, was willst du machen, wenn du halt, sage ich mal, eine Gilde hast, die mit 50 Mann aus einer Truppe bestehen, die so stark sind wie unsere Top 10 oder Top 5, ja, dann, dass da jeder, keine Ahnung, ein Tausender Minimum reinballert in das Spiel, dann brauchst du dich nicht also zu wundern, dass diese... Also 50.000 pro Gilde, den ganz oben. Kannst, wahrscheinlich, ja. Also kannst du mal von ausgehen, also, dass die Gilden, dass die Gesamtgilde wahrscheinlich so einen Wert hat, ja. Also, dann war's das für dieses Video. Ja. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da und schreibt was in die Kommentare. Bis dann auch. Genau, macht's gut, bis dann und tschüss.